mit dem Tesla einmal um die ganze Welt. Ja, träum gern weiter. Desto größer wurde auch in mir der Wunsch, mit einem eigenen fahrbaren Schlafzimmer auf Tour zu gehen. Mit diesem Video beginnt eine neue Reihe: Roadtrip durch Europa. Okay, jetzt spinnt er wirklich. Hallo und herzlich willkommen bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Ich bin Ulf. Und ich bin Melinda. Ja, und wie ihr bereits in der ersten Folge unserer kleinen Serie mitbekommen habt, sie hat keine Lust auf Camping. Oder anders gesagt, ich hasse Camping. Ja, so ist es. Und wenn du ehrlich bist, bist du auch kein Campingfreund. Was wir in dieser zweiten Folge von Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis on Tour klären wollen: Welche Roadtrip- und Campingtypen gibt es überhaupt? Und welcher Typ bin ich selbst? Um es gleich mal vorwegzunehmen, du bist nicht mal ansatzweise ein Campingtyp. Da schauen wir doch gleich erst einmal. Eine Typisierung von Campern, Roadtrippern und Campinghassern. Heute bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Willkommen! Fangen wir doch mal ganz einfach an. Was ist für dich ein typischer Camper? Komm, du darfst alle Klischees gern mal rausholen. Also unter Camper stelle ich mir immer diese älteren Herren, die mit 80 so langsam über die Autobahn juckeln und die nächsten 20 Stunden unterwegs sind. Stimmt, die habe ich auch vor Augen. Im weißen Kastenwagen oder auch mit einem großen weißen Anhänger, den sie mit ihrer fetten G-Klasse durch die Gegend ziehen. Um dann nach ewig langer Fahrt an einem Campingplatz in Italien oder Spanien anzukommen, wo sie dann einige Wochen, wenn nicht gar Monate verbringen. Das ist mein Typ 1, der typische Dauercamper. Ja, das sind diese älteren Paare, die man auch gern mal in Campingdokus sieht. Das ziehst du dir ja auch ab und zu mal rein. Die haben dann ihren Camper mit allerlei Schnickschnack ausgestattet, von der Satzschüssel bis hin zur automatischen Einparkhilfe, und zeigen all ihre tollen Sachen auch gern jedem, der es nicht wissen möchte. Ich sehe, da haben wir ungefähr den gleichen Typus vor Augen. Im besten Fall ist das der nette Nachbar von nebenan, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht. Doch im schlimmsten Fall ist das ein Checker vor dem Herrn, der jedem erst einmal zeigen muss, wer hier überhaupt der Babbo ist. Ja, das sind diese Menschen, die meinen, sie hätten die ganze Welt gesehen, steuern aber seit 40 Jahren den gleichen Campingplatz und die gleiche Parzelle an. Okay, da holst du nun über wirklich jedes Klischee heraus. Ja, aber die gibt's wirklich. Die verbringen dann gerne 4 Wochen oder mehr auf einem Campingplatz in Spanien oder Italien, legen sich die deutsche Bratwurst auf den Grill, trinken ihr mitgebrachtes deutsches Bier und schauen im Fernsehen über ihre tolle Sattanlage auch noch deutsches Fernsehen. Bloß nicht zu viel Kultur mitnehmen, es sei denn die von daheim. Boah, du kannst aber echt böse sein. Ist das gescriptet? Ja, natürlich. Es ist ja auch gescriptet. Okay, ich komme mal. Wie also, machen das diese Menschen? Ruhe. Boah, du kannst... Nein. Ich bin böse, ja. Ich weiß. Ich hasse Campen ja auch. Okay. Tief durchatmen. Boah, du kannst nicht so böse sein. Wir brauchen eine Pause. Boah, du kannst echt böse sein, aber halten wir doch mal fest. Dein und mein Leben ist das nicht. Aber jeder darf und soll so glücklich werden, wie er mag. Aber jetzt mal zurück zu dir. Kannst du dir vorstellen, mit so einem Campingvan auf Reisen zu gehen? Mein Teleprompter ist noch nicht so weit. Nein, tatsächlich nicht. Bei allem Komfort, den ein solcher Wagen bietet, das sind große, eher unhandliche Fahrzeuge, die man ausschließlich von A nach B bewegt, also von daheim bis zum Campingplatz. Und da bleibt man dann und richtet sich ein. Was willst du auch mit einem solchen Monstrum durch die Gegend fahren und Neues erkunden? Ich bin ein Freund des Roadtrips. Das Fahren, die Strecke und das Entdecken stehen für mich im Mittelpunkt. Im eigenen Auto, nicht mit einer großen weißen Schüssel. Eher heute hier, morgen dort. Du könntest dir ja auch so einen Hänger zulegen und den dann zwischendurch abspannen und mit dem Auto auf Erkundungstour gehen. Ja, denkbar. Allerdings fahren wir ja elektrisch. Und das heißt, dass jedes zusätzliche Gewicht, das man bewegen muss,
Reichweite kostet. Allzu schwere Hänger kommen also nicht in Frage. Ich habe mich daher mit sogenannten Teardrop-Trailern schon beschäftigt. Kennst du die? Ja, das sind diese kleinen, schicken Hänger, die tendenziell eher von Jüngeren gefahren werden. Naja, Jüngere, das ist so eine Sache. Denn die Dinger kosten durchaus 15.000 bis 30.000 Euro. So viel kann und mag sich nicht jeder leisten. Grundsätzlich hast du aber recht, die Dinger sind recht stylisch und schick. Mit so einem Ding will man sich abheben, aus der Masse herausstechen. Für mich ist das Camper Typus 2, der hedonistische Insta-Camper. Optik geht bei ihm über alles. Der Teardrop sieht zweifellos sehr schick aus, das Zugfahrzeug im Zweifelsfall auch. Und der Eigentümer sowieso. Und auch die Standorte sind Insta-tauglich. Da fährt man dann zum Beispiel zum Wellensurfen an die portugiesische Atlantikküste. Fun Fact bei den Teardrops. Diese Wagen sind recht schick, aber eben auch meist nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Heißt zum Beispiel, dass man durch eine kleine Tür in die voll ausgestattete Schlafkoje kriechen muss. Aufrecht stehen ist da nicht. Und eine voll integrierte Toilette sucht man da ebenfalls vergeblich. Für deinen Camper Typ 1 wäre das sicherlich nichts. Gewiss nicht. All der Komfort, den Camper Typ 1 so schätzt, existiert bei den Teardrops eher weniger. Wenn man die einschlägigen Kommentare in Social Media so liest, so lautet das Urteil meist überteuerte Yuppie-Bude. Gib zu, so ein Ding wäre schon eher was für dich. Aber wir haben sowas noch nicht in der Garage stehen. Die Kritik von Camper Typ 1 am Teardrop ist in Teilen ja auch durchaus berechtigt. Mir gefällt die individuelle Note und das Design plus die geringe Größe und das geringe Gewicht, was einen Teardrop insbesondere für E-Autofahrer attraktiv macht. Allerdings, zwei grundsätzliche Sachen lassen mich dann doch ein wenig zurückschrecken. Erstens mag ich es nicht, etwas hinter mir herzuziehen. Ja, ich weiß, das kann man lernen, aber mir ist das einfach sehr fremd. Ich stelle mir dann immer vor, dass ich mit dem Teardrop auf Fahrt in Richtung Ibiza gehe und dieses Gespann schließlich auf die Fähre fahren muss. Nee, also das ist wahrlich nichts für mich. Zumal beim E-Auto auch noch das Thema Laden existiert. Heißt, bevor du laden kannst, musst du den Anhänger meist abkoppeln. Denn die meisten Ladesäulen sind ja nach wie vor für Trailergespanne eher nicht konzipiert. Heißt also auch, abspannen, laden, wieder anspannen. Im schlimmsten Fall mitten im Sommer, wenn es heiß ist und alle Ladeplätze ohnehin belegt sind. Nee, so schön der Gedanke auch ist, nichts für mich. Dann wäre ein Bulli vielleicht was für dich. Oder der elektrische Nachfolger, der ID. Buzz, den hatten wir uns ja auch schon angeschaut. Das ist wohl eher etwas für den Typ 3. Das ist der Abenteuercamper. Wahlweise in der Variante Nostalgie oder Retro. Der Nostalgiker legt sich für richtig viel Geld einen alten T1, T2 oder T3 Bulli zu. Er liebt die Nostalgie und leidet bei allen technischen Problemen still und leise vor sich hin. Denn natürlich ist da immer etwas zu reparieren. Da geht's aus meiner Sicht gar nicht mal so sehr ums Camping, sondern vor allem um die Liebe zu Oldtimern. Und was ist mit dem Retro-Typen? Naja, der schaut dem Nostalgiker neidisch über die Schulter. Aber das viele Gefummel mit der alten Technik stößt ihn ab. Da legt er sich lieber einen neuen Bulli zu, also so einen ID. Buzz zum Beispiel. Den hatten wir uns ja auch schon mal angeschaut. Wer das Video noch einmal schauen mag, hier oben habe ich es verlinkt. Den finde ich durchaus nach wie vor auch interessant und das wäre vielleicht auch ein Gedanke wert. Aber der war und ist im Vergleich zum Tesla viel zu teuer und bot im direkten Vergleich dann doch zu wenig. Schade drum. Ja, das stimmt. Der Preis ist schon irre. Für kaum was drin, über 80.000 Euro. Das war schon echt heftig. Und das ohne die spezielle Campingausstattung. Hatten wir uns ja ebenfalls mal angeschaut. Aber wenn man ihn sich richtig ausbauen lässt, wird das noch eine Runde teurer. Günstiger geht das nur, wenn man das alles selbst macht, womit wir beim Typ 4 sind, dem Camping-Aussteiger. Das sind die Menschen, die Job und altes Leben an den Nagel hängen, sich einen alten, versifften Posttransporter zulegen und den selbst umbauen. In etwa. Ich würde bei diesem Typus nochmal zwei Untervarianten unterscheiden. Da gibt es zum einen die Explorer, die das ganze Projekt generalstabsmäßig planen. Die ziehen zuerst Sponsoren an Land und später veröffentlichen sie dann Bücher und Videos von ihrem Trip. Und dann gibt es natürlich die Lebenskünstler, die einen alten Transporter mit kleinem Budget pimpen
und damit dann zwischen Nordkap und Marokko kleinere und größere Abenteuer erleben, die sie dann bei YouTube vermarkten. Ja, kenne ich. Das sind diese Videos mit leichter Neigung zur Soap Opera. Die Kulisse wechselt, aber jeden Tag gibt's ein neues kleines Drama. Ja, das ist ein Mix aus Techniktest, Reisetipps und Popcorn-Unterhaltung. Und das läuft mitunter sogar recht gut. Auch ich selbst finde einige recht unterhaltsam. Also Geschichten erzählst du auch sehr gern. Aber ein Van umbauen? Sorry, aber das bist du nicht. Du bist kein Handwerker und so ein Umbau würde nur im Chaos enden. Ja, ich gebe es nur ungern zu. Aber ich habe tatsächlich kein handwerkliches Geschick. Ich schreibe lieber kleine Texte, Drehbücher und Dialoge wie diesen halt hier. Aber deshalb muss man den Traum vom umgebauten Van ja nicht aufgeben. Also mal ernsthaft, was den Umbau angeht, bei uns bist du doch unser technisches Mastermind. Ich dachte mir daher vielleicht... No way, vergiss es. Ich baue keinen Van um. Mir reicht die Wohnung schon völlig, die wir permanent auf links drehen. Ja, ist ja auch okay. War nur ein Spaß. Jetzt aber wieder mal zurück zu dir. Welcher Camper-Typ bist du denn nun? Etwa der Zeltcamper? Ja, das Zelt. Das gute, teure, stylische Heimplanet-Zelt, das ich mir damals für das Festival in Kroatien zugelegt hatte, da es keine andere Unterkünfte vor Ort gab. Ja, und seither fristet das Zelt ein ziemlich trauriges Dasein in unserem Keller. Du hast ganze 3 Nächte darin geschlafen. Nur mal bitte nicht unfair werden. Fakt ist damals, das war ein Schnellschuss. Aus der Not geboren, denn ich hatte mich erst wenige Tage vor Festivalbeginn dafür entschieden, dorthin zu fahren und es gab keine Unterkunft. Also habe ich mir 3 Tage vor Beginn bei Globetrotter dieses tolle Zelt gekauft. Das nun seit mehr als 3 Jahren im Keller liegt, nach nicht mal 3-maliger Benutzung. Weil das restliche Equipment fehlte bzw. nicht dabei war. Ich war halt nicht richtig vorbereitet. Deshalb bin ich damals nach 2 Nächten wieder raus und in ein Hotel in 30 Kilometer Entfernung gezogen. Umso mehr habe ich aber immer noch eine Rechnung mit dem Camping offen. Aber halten wir mal fest, ich bin also kein Dauercamper, das ist mir zu spießig und auch zu wenig mobil. Als hedonistisch veranlagter Instacamper mit Teardrop-Trailer würde ich vielleicht noch durchgehen, aber ein Anhänger ist mir am Ende doch zu kompliziert. Abenteuercamping im elektrischen ID.Buzz kommt für mich ebenfalls nicht in Frage, da zu teuer und irgendwie noch nicht ausgereift genug. Und einen alten Postvan ausbauen und als Abenteurer durch die Weltgeschichte ziehen, dafür fehlt mir das handwerkliche Geschick. Also sofern du nicht vielleicht. Aber gut, lassen wir das. Und naja, das Zelt war am Ende auch nicht wirklich passend. Kurzum, es ist, wie ich es gesagt habe. Du bist einfach kein Campertyp. Du brauchst ein vernünftiges Bad mit einer Toilette. Mit Hitze kommst du auch nicht wirklich klar. Und irgendwo in der Wildnis kochen ist auch nicht dein Ding. Allein, du gehst gern auf Reisen und das mit dem Auto. Roadtrips sind dein Ding. Genau, ich bin Typ 5, der Roadtrip-Camper. Heißt, ich fahre gern durch die Lande und erkunde dabei neue Gegenden. Und dabei habe ich gern alle Annehmlichkeiten mit dabei. Abends gehe ich nach Möglichkeit gern in ein Restaurant. Und die Nacht verbringe ich gern in einem vernünftigen Zimmer mit einem Bad und WC, bevor es dann am nächsten Tag weitergeht. Aber ich möchte die Möglichkeit haben, auch mal eine Nacht an einem Ort jenseits eines Hotels zu verbringen. Zum Beispiel, wenn man auf der Durchreise ist und nur einige Stunden Ruhe braucht. Oder wenn es zum Beispiel keine Unterkunft vor Ort gibt. Oder wenn man am nächsten Tag direkt durchstarten möchte. Und da kommt dann unser Tesla ins Spiel. Jetzt kommst du wieder mit dem Tesla Camping Mode. Richtig. Du klappst die Rückwand um, legst dir im besten Fall eine passgenaue Matratze rein, aktivierst den Campingmodus der Klimaanlage und der Wagen verwandelt sich in eine kleine, wohltemperierte Oase zum Schlafen, Verweilen und Chillen. Das ist doch reine Theorie. Das werden wir nun mal ausprobieren. Wir werden unseren Tesla Stück für Stück in einen Roadtrip-Camper verwandeln. Und du und die Kinder werden das mit mir testen. Gadget für Gadget, Folge für Folge. Ihr werdet es lieben. Na wunderbar. Und als erstes werden wir uns mit dem wichtigsten Thema beschäftigen, der richtigen Matratze. Im Auto schlafen? Wir werden es testen mit einfachen Luftmatratzen aus dem Baumarkt und einer High-End-Matratze, die man ansonsten eher auf Expeditionen am Himalaya sieht. Klingt spannend, oder? Never ever. Und ihr? Auch Lust auf Camping bzw. Roadtrips im Tesla geweckt?
aber noch keine Ahnung, was man sich dafür zulegen sollte. Und ihr wollt wissen, ob es mir noch gelingt, Melinda zu einem Camping-Fan zu machen? Dann abonniert meinen Kanal und aktiviert zudem die Glocke. So verpasst ihr keine weitere Folge. Und seid zum Beispiel auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir uns mit den Top-Matratzen fürs Tesla Model Y beschäftigen. In diesem Sinne, bis in Kürze bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis on Tour. Und wenn wir Glück haben, ist Melinda wieder dabei, oder? Schauen wir mal. Ciao.